Hallo, Harley hier und willkommen zurück bei X3 Terran Konflikt. Da geht's los, das Docken haben wir jetzt gleich. Mit Cisna geht das auch alles so viel schneller. Und da gucken wir mal, was uns dieser Typ jetzt zu erzählen hat. Dockvorgang erfolgreich. Willkommen an Bord dieser terranischen Station. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Irgendjemand will doch was von mir hier. Guten Tag, Pilot. Ich bin Major General Rei Ishiyama der AGI Task Force oder auch ATF. Wie Sie wahrscheinlich schon wissen, ist die ATF beauftragt mit der Verteidigung des Sonnensystems vor illegalen Artificial General Intelligences oder kurz den AGI. Diese Dinger sind echt übel. Ein Beispiel für diese Monster sind die alten Terraformer. Und Sie sollten ja wissen, was für unsagbares Leid diese Maschinen über uns gebracht haben. Und es scheint, dass diese Ungetüme wieder auf dem Vormarsch sind. Dieser eine Angriff auf das Sonnensystem war sicher nur der erste seiner Art. Und es werden sicher noch viele folgen. Was uns allerdings am meisten Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass bisher unbekannte Gruppierungen außerhalb des Sonnensystems mit den Maschinenwesen zusammenzuarbeiten scheinen. Wir haben die Pflicht herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist, von wo aus das geschieht und warum. Die von Ihnen aufgefangenen Informationen haben uns schon einige wertvolle Hinweise gegeben, aber wir arbeiten noch dran. Das Schiff, das Sie gesehen haben, war aller Voraussicht nach argonischer Bauart. Das war wirklich gute Arbeit, Pilot. Ihnen wurde Zugang zum Mars gewährt. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, bietet der Mars ein breites Angebot an Schiffserweiterungen. Also schauen Sie sich ruhig um. Wenn Sie weitere herausfordernde Aufgaben übernehmen wollen, dann halten wir es für angebracht, Ihnen einen M5-Aufklärer zu übergeben. Sie finden ihn auf der Schiffswerft im Marsorbit. Sobald Sie an der Schiffswerft landen, wird Ihnen die Kontrolle übertragen. Haben Sie alle Ihre Geschäfte in Mars erledigt und meinen bereit für weitere Aufträge zu sein, dann melden Sie sich bei mir. Okay, das meinte ich schon mal mit, man kriegt nachher über die Mission und so weiter neue Schiffe. Ab zum Mars, neues Schiff, gut, mache ich gerne. Jupiter, Mars wird dann wahrscheinlich irgendwo in dieser Richtung. Ne, wird irgendwo in diese Richtung sein, ne? Transorbitaler Beschleuniger, Mars. Aber ich fand seine Synchronisierungsstimme irgendwie, ne, ein bisschen seltsam. Aber egal. Gut, ne, irgendwie, da hat ja auch Argon und bla, kriegen wir hin, ne? Ach ja, Cisna. Sonst klappt das alles nicht. Irgendwas wollte ich noch. Wie gesagt, man kriegt halt auch in diesem Spiel sehr oft jetzt halt die Möglichkeiten auch zu sagen, jo, ich steig aus. Ne? Also aus der Storyline. Würde ich jetzt halt hier aber erstmal ungern machen, weil es geht ja anscheinend, ne, erstmal darum, dass wir überhaupt aus diesem Sonnensystem rauskommen. Und ich glaube, nur im Sonnensystem handeln wird schwer, weil die ja alle selbe Fraktion und, ne. Wobei ich das wieder interessant finde, dass man sich den Zugang in den inneren Kreis, hier Mars-Erde, wohl erst verdienen muss. Das heißt, wir können vielleicht nicht einfach nur so Richtung Erde fliegen. Müsste man mal ausprobieren. Es wäre auf alle Fälle eine Option. Apropos Optionen, das wollte ich jetzt nochmal sagen. Oder? Ach nee, das mache ich erst später. Erreiche System. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein großes Sonnenkraftwerk. Habe ich noch nie gesehen. Deaktiviert. Ja, das ist wahrscheinlich eine Schiffswerft, ne? Da soll ich wahrscheinlich hinfliegen. Ja, den kriege ich hin. Ja, da ist ein Schiff gelandet. Eins. Kann man sich anzeigen lassen. Terrana Reaper. Rapier. Gut, kriegen wir hin. Moment. Andocken. Und dann können wir das Schiff wechseln. Ja, Hauptsache, das andere Schiff hat auch das Cisna. Cisna. Warum sage ich eigentlich immer Cisna? Ich tausche die Buchstaben. Weil es einfacher zu sprechen ist als Cisna. Cisna. Ja, ist einfacher. Mache ich so. Bleibe ich bei. Müsst ihr mitleben. Genauso wie mit den Dockingzeiten. Aber kann ich die... Warte mal. Mein Besitz. Schiffe. Wird hier aber nicht angezeigt, ne? Dass da ein anderes Schiff von mir wartet. Wird das hier jetzt angezeigt, wenn ich einmal dran war?
müsste mein Schiff eigentlich mal prüfen, was genau ich, wo ich eigentlich genau drinne sitze. Ja, ich habe aber bestimmt keine vernünftige Software, um das jeweils andere Schiff, welches auch immer besser sein mag, als Co-Piloten zu haben. Das wäre viel cooler. Könnte ich mit zwei Schiffen direkt durchstarten, statt nur mit einem. So, gelandete Schiffe, jetzt habe ich zwei. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen an Bord dieser terranischen Station. Verbindung, du findest es an Bord der Schiffe, das weiß ich. So, wir können jetzt erstmal beim Saver gucken. Der Sabre ist an Schiffssteuerung. Flugzeit 12 Minuten. Jetzt bin ich endgültig irritiert, weil ich fliege damit, glaube ich, schon länger. Okay, ne, steht jetzt das Schild, ne, 20 Megajoule und Hüllqualität und Laserstärke. Erhalten Sie bei Ihrem, was wir an Fracht mit haben, welchen Frachtcontainer wir haben, also wie viel wir tragen können. Dann die genaue Auflistung, ne, welche Schilder haben wir jetzt an Bord und wo, kann man auch gucken, wie viele Plätze hat das. Ne, zum Beispiel hier Laser habe ich zwei Plasma, ne, aktuelle Höchstgeschwindigkeit, was ich erreichen kann, genauso die Beschleunigung und die Wendigkeit. Maximal Energieschild 5x5 Megajoule, das heißt, für uns fehlt eigentlich noch ein Slot. Wo kann ich denn die nochmal einsehen? Die einzelnen Slots. Anzahl Geschütze 4. Kompatible Laser, das ist halt nach Anzeige. Ja, bin ich noch nie durchgestiegen, weil das ist irgendeine Farbkodierung. Ne, wo dann, ne, ach ne, hier unten steht es ja auch nochmal, ne? Das sind alle Laser, die es im Spiel gibt. Und der ist wirklich nutzbar und der steht dann hier unten mit der Farbe EM Plasmakanone. Ich glaube, da ist auch noch Größenkodierung mit drinne. Ich glaube, nee, von links die ganz großen, rechts die ganz kleinen. Ich habe keine Ahnung, welche Raketen da drauf passen, ne? Und fertig. Was ich schon alles habe an Fracht, gut, da zählen halt auch die Sachen drin, die wir sonst nicht so bei, sonst noch so hätten. Gut, könnt ihr hier mal gucken. Die Fähigkeit des USC in weit entfernten Gebieten des Sol-Systems zu patrouillieren und okay, das sieht erstmal nicht so schön aus. Verdankt es zu einem großen Teil der Agilität und Geschwindigkeit. Wir können zwei Türme hier reinbauen, das ist ja nicht schlimm. Na, guck mal, das Cessna haben sie. Fracht, ein Megajoule-Schild. Wo ist denn jetzt das Schild nochmal gewesen? Fünfmal ein Megajoule. Das ist also nur ein kleiner Aufklärer. Das könnte... Das ist ein Aufklärungsflugzeug auch heißen, ne? So, wie komme ich da jetzt rein? Kann ich irgendwie Schiff wechseln oder so? Die kleine Susi sucht ihre Och. Eltern. Die Eltern des kleinen agonischen Mädchens namens Susi möchten sie bitte am Casino abholen. Ja, die arme Susi. Schiff wechseln, Tauschhandel, nein. Gelandete Schiffe habe ich hier doch auf. Handeln will ich nicht, Kommando will ich nicht, das will ich nicht. Muss ich aussteigen? Gibt es da eine Option? Nein. Erweiterte Optionen, Waffenname ändern, selbst, nein, nicht kaputt machen. Erweiterte Option, Schiff wechseln, geht doch. Und jetzt soll ich mit diesem kleinen Gammelschiff lostuckern? Schiff verkaufen. Der Sabre ist ein Leistungsträger. Ja, ich möchte das nicht verkaufen. Das sind die ganzen Raketen. Der Baldrick bildet das Rückgrat der USC-Versorgung. Ja, kostet ein bisschen. Mit ihren riesigen Hangars sind die Träger der Türkei-Klasse. Na, das sind die Schlachtschiffe. Ja, man kann also den Preis schon abschätzen. Das ist noch ohne Bewaffnung und Schilde. Da können wir mit unseren 2000 Tacken nichts anfangen. Bergbaubasisschiff, das ist mir, glaube ich, neu. Der Bomber, der dieses Schiff, dient als aber ist auch egal. Ne? Wir können es das eh nicht leisten. Ein Saber möchte ich nicht verkaufen. Jetzt müssten wir eigentlich mal abdocken mit unserem kleinen Flitzer, der noch nicht flitzen kann. Und sieht auch gleich, wir haben auch diesmal eine Spitze vorne vor. Weil gehört sich so. Und du willst jetzt, dass ich wohin fliege? Also eigentlich würde ich jetzt gerne nicht dahin, sondern ich... Na! Erst einmal fliege ich hier raus. Nein. Erst einmal bewege ich mir ein bisschen weg und gucke da mal, was hier sonst noch in der Nähe ist. Es kann nicht sein, dass hier am Mars nur diese eine Station steht. Schon wieder die falsche Taste.
Und schon wieder Husten. Nach dieser Aufnahme habe ich generell habe ich bestimmt keine Stimme mehr. Der Husten kommt auch noch mit zu. Ja, was bist du? Dich kann ich nicht auswählen, das ist aber doof. Muss ich erst näher dran sein? Wahrscheinlich. Bist du eine Schiffswerft oder bist du was zum Aufrüsten? Mir jedenfalls gerade eine wichtige Frage. Weil ich eigentlich was zum Aufrüsten suche. Es könnte natürlich sein, dass wenn ich jetzt storymäßig weitermache, die mir da sagen, ach ja, hier, wir hätten da noch was für dich. Vielleicht soll ich das mal versuchen, denn da beim Jupiter war auf alle Fälle was zum Aufrüsten. Oder im Asteroidengürtel. Hm. Oder? Die Verteidigungsstation? Oder war es beim Jupiter, mit, wo ich mich aufrüsten konnte? Sehen wir dann. Jetzt haben wir natürlich erstmal ein langsameres Schiff. Weil ich da erstmal ein bisschen Geschwindigkeitsupgrade reinpumpen muss. Und Waffen und Schilde und alles mögliche andere. Also eigentlich lohnt es sich noch nicht. Aber ich sollte ja umsteigen. Ne? Wenn ich weiter für sie arbeiten möchte, soll ich dieses Schiff nehmen. Keine Ahnung warum. Wir steigen einfach mal auf das schlechteste Schiff, um was sie jetzt auf Lager haben. Einfach nur, weil die dazu wollen. Erreiche System. Asteroidengürtel. So, versuchen wir es nochmal. Die Verteidigungsstation aktiviert. Auch Schiffserweiterungen macht. Hatten die nicht gesagt, dass es eigentlich bei Mars so tolle Schiffserweiterungen geben soll? Das war auch die Aussage von dem Typen. Ach, ich bin so irritiert, so verwirrt, ich habe keine Ahnung. Gehört zu dem Spiel auch dazu, ne? Planlos durch die Gegend fliegen und das Beste hoffen. Aber wir, ich kann ja jetzt die Beschleunigung nicht erhöhen. Ne? Dümpeln hier mit der Hälfte rum von vorher. Nur weil ich positiv optimistisch bin, dass das Schiff besser wird, wenn wir die Quest fortsetzen. Wenn nicht, nehmen wir die Quest erstmal an und fliegen dann erstmal woanders hin und, ja, normalerweise, wir haben ja immer noch das Problem, wir sind ja noch im Sonnensystem drin. Wir brauchen die anderen Tore. In anderen Sektoren, wo dann auch Piraten und sowas auf uns warten könnten. Piratenjagen ist zwar am Anfang sehr anstrengend, aber bestimmt cool. Vor allem, wenn man nachher Kopfgelder und so weiter, ne, wenn man die noch versucht mitzukriegen. Oder später halt diese andere Mission mit Escort, ne? Hier Person, bla, möchte gerne da und dahin. Und da muss man durch so ein gegnerisches Gebiet durch, entweder weil es Piraten verseucht ist oder weil es den Zylonen, nee, Xenon heißen die hier. Oder den, nee, die KA, glaube ich, wurden die in Reunion vernichtet? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder was weiß ich nicht, ne? Irgendwer wird einen dann auf alle Fälle schon angreifen, ne? Passiert immer was. Eigentlich ist dieses Universum nicht gerade ruhig. Wobei das gerade jetzt nach diesen Folgen zu erzählen irgendwie ein bisschen wie Hohn klingt, aber nee, es ist eigentlich so. Aber der Anfang von eigentlich jedem Spiel ist so, ne? Zumindest von Spielen dieser Art. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Seven Days to Die spiele, ist der Anfang ein bisschen härter. Da wird es am Ende ein bisschen ruhiger, wenn man alles hat. Hier wird's, wenn man alles hat, eher anstrengend. So, ich sollte mich bei dir melden, wenn, aber jetzt könnte ich erstmal gucken, ob man hier jetzt wirklich was handeln kann oder nicht. Eine Laderaumerweiterung möchte ich. Ich möchte gerne ein schnelleres Triebwerk haben. Ihr Triebwerk wird von Fachkräften mit speziellen Werkzeugen so optimiert, dass ihr Schiff schneller fliegen kann als je zuvor. Aha, und mehr geht nicht? Weil ich dann pleite bin. Je mehr ich kaufe, desto teurer wird's. Das ist natürlich doof. Tyrannisches EMP-Gewehr. Hab ich überhaupt eine Waffe auf dem Schiff? Das wäre noch viel schlimmer, wenn nicht. Moment. Info. Nein, nicht über die Station. Über mein Schiff hätte ich gerne Info. Info. Die Fähigkeit des Laser 0. Oh Gott. Des Sol-Systems das ist ein Traum. Moment, ich würde gerne mit jemandem sprechen. Hast du das? Was soll sein, Pilot? Nein. Achso, General, da steht er doch. Hallo, Pilot. Brauchen Sie Hilfe?
Sie sollten mal wieder einen Navigationskurs ja, besuchen, dachte ich mir. Okay, warte mal. Ich kommuniziere jetzt mit dir und frage nach einer Mission. Hallo, und dann Pilot. Wirst du mich wahrscheinlich auslachen, dass ich mit diesem Schiff hier stehe, das du mir selber empfohlen hast. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Bis denn. Tschüss.